Nächster Hammer rund um die Robert-Koch-Institut-Protokolle hier veröffentlicht. Ich fasse euch mal alle aktuellen Entwicklungen kurz zusammen, sowie auch eine weitere Unwahrheit, die hier Herr Lauterbach von sich gegeben hat. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und es gibt ganz viel zu diskutieren heute. Unter anderem gab es jetzt ja hier von Katrin Göring-Eckardt den Wunsch, bitte die Corona-Pandemie ganz fair aufzuarbeiten. Schaut mal, was sie hier sagt, ja. Wie mit der Pandemie noch heute Stimmung gegen unsere parlamentarische Demokratie gemacht wird, besorgt mich. Also Katrin Göring-Eckardt ist mal wieder um alles Mögliche besorgt, scheinbar nicht der Aufklärung der Wahrheit, aber vor allem besorgt über und um die Demokratie. Wir wissen natürlich, dass sie in echt einfach nur Angst vor der Demokratie hat. Eine Aufarbeitung sollte nicht missbraucht werden, um Handelnde in Politik, Ärzteschaft, Wissenschaft zu diffamieren, sondern um die Zukunft zu lernen. Ja, jetzt auf einmal geht es also darum, nicht zu diffamieren. Wo war es denn da die letzten 3,5, 4 Jahre? Hat sie da auch sich dafür eingesetzt, dass man nicht alle möglichen Menschen diffamiert? Beispielsweise über die, die sich nicht impfen wollen und so. Und hier sagt sie weiter, ja, dazu gehört übrigens auch, dass auch die Kritiker der damaligen Corona-Politik sich fragen, ob sie Ängste und Sorgen ihrer Mitmenschen vor dem Unbekannten zu sehr ignoriert hätten. Und weiter, dies sollten wir nachholen. Nur Offenheit nimmt den Brandstiftern und Verschwörungstheoretikern die Glut. Sehr interessant, ja. Aber wenn es um Verschwörungstheoretiker geht, da haben wir hier wieder meine alten Freunde vom Faktenfuchs. Die sind auch wieder wild unterwegs und belegen alles Mögliche hier in ihren Fakten, die sie überall finden. Zum Beispiel, dass das Multipolar-Magazin ja auch ein verschwörungstheoretisches Medium ist und so. Komischerweise behandeln sie sich sehr, sehr, sehr wenig mit den eigentlichen Widersprüchen und Dingen, die in den RKI-Files tatsächlich drinstehen. Wie übrigens zu einem weiteren Fall jetzt hier, der offenbart wurde, dass eben sehr wohl eine politische Beeinflussung stattgefunden hat, nämlich vom Bundesgesundheitsministerium auf das Robert-Koch-Institut. Wie ihr hier sehen könnt, aus dem Protokoll des Covid-19-Krisenstabs vom 6.5.2020, ne, es gab eine Anfrage vom BMI, also Innenministerium, warum das R mit 2 Nachkommastellen berichtet wird. Also eine Scheingenauigkeit, gegebenenfalls nur in 0,5er-Schritten besser durchgeführt werden sollte. Ja. Herr Holterm hat an BMI kommuniziert, dass es sich um eine Anweisung von Herrn Spahn gehandelt hat, die das RKI umsetzen sollte. Also schon wieder haben wir eine direkte Anweisung von Herrn Spahn an das RKI. Ja? Und wir hatten ja die Aussage von Gesundheitsminister Lauterbach, dass es eben keine solche Anweisungen gab. Jetzt sehen wir, dass sogar bis ins kleinste Detail, also wie genau der R-Wert an welcher Nachkommastelle er sozusagen bestimmt werden sollte und veröffentlicht werden sollte, kommuniziert wird. Also hier sieht man sehr wohl, ne? Und übrigens ganz interessant, Homburgs Hintergrund, neuer YouTube-Kanal vom Professor in Mannheim, Stefan Homburg, kann ich euch wärmstens empfehlen. Er sagt dazu hier Folgendes. Ich zeige Ihnen jetzt aber neun, zwei weitere sehr interessante Stellen. Die erste ist dieses Dokument vom 16. Mai 2020. Dort heißt es, es gab Anfrage vom Bundesinnenministerium, warum der R-Wert mit 2 Nachkommastellen berichtet wird. Es sei eine Scheingenauigkeit. Wird nicht kommentiert. Herr Holterm, ein General im Bundesgesundheitsministerium, der dem RKI gegenüber weisungsbefugt war, hat an das Bundesinnenministerium kommuniziert, dass es sich um eine Anweisung von Minister Spahn handelt, die das RKI umsetzen sollte. Das rückt die Sache natürlich in ein ganz anderes Licht. Bisher dachte ich, das Innenministerium und das Gesundheitsministerium, im Grunde die gesamte Bundesregierung, hätten dem RKI die großen Linien vorgegeben. Zum Beispiel ein Risiko auszurufen, das überhaupt nicht bestand.
Jetzt lesen wir aber in den RKI-Protokollen von einer Feinsteuerung. Also bis hin zur Berechnung von Nachkommastellen wurde dem RKI vorgegeben, was es zu tun hat. Ja, also den Kanal solltet ihr unbedingt mal analysieren. Ihr könnt euch gerne auch mal das gesamte Video anschauen. Das ist äußerst interessant. Aber jetzt kommen wir nochmal auf unseren lieben aktuellen Gesundheitsminister Lauterbach zu sprechen. Denn der hat ja gerade ganz eindeutig gesagt, ne, es gab keine politische Beeinflussung seitens des Gesundheitsministeriums auf das RKI. So, vielleicht hat er da vergessen, dass vor ihm ja Herr Spahn Gesundheitsminister war und vielleicht konnte er gar nicht für Herrn Spahn genau sprechen, um dies zu sagen. Und hier sagt Lauterbach schon wieder die Unwahrheit, denn, schaut mal hier, denn jetzt macht er ja total einen auf Transparenz und sagt, ja, also ich werde jetzt die Entschwärzung der ganzen RKI-Protokolle und so weiter anordnen. Und hört mal genau zu, was er im Interview mit dem Deutschlandfunk hier gestern gesagt hat. Ich betonen, ich hatte mit den Protokollen, also mit der Frage, wird da geschwärzt oder nicht, nichts zu tun. Ich habe die entschwärzten Protokolle auch selbst noch nicht gesehen. Aber ich möchte einfach, dass hier nicht erst der Hauch eines Eindrucks entsteht. Hier wurde vom Seiten des Robert-Koch-Instituts irgendetwas bewusst verborgen oder es gäbe sogar eine politische Einmischung seitens der Bundesregierung, dass das Robert-Koch-Institut hier Dinge nicht veröffentlicht. Mhm. Also, da hört ihr es wieder, ne? Herr Lauterbach spricht wahrscheinlich wieder von sich selbst. Ja, politische Einmischung, was die Veröffentlichung angeht, gab es nicht, gibt es nicht und so weiter. Das Multipolar-Magazin hingegen sieht das ganz anders, denn die schreiben jetzt in einem neuen Beitrag, ne? Zur Frage, wer die Schwärzungen veranlasste, betonte Lauterbach, er habe mit der ursprünglichen Entscheidung darüber nichts zu tun gehabt. Allerdings kann die Entscheidung erst nach dem 30. Dezember 2021 getroffen worden sein. Denn an diesem Tag wurde der IFG-Antrag, den Multipolar-Magazin am 5. Mai 2021 beim RKI gestellt hatte, von der Behörde abgelehnt. Und der intensive Schriftwechsel der gegnerischen Anwaltskanzleien, der zur Freigabe führte, begann. Lauterbach ist aber seit dem 8. Dezember ja dann schon im Amt gewesen, ja, und dem RKI gegenüber weisungsbefugt. Also vielleicht hatte der Lauterbach doch etwas damit zu tun mit der Schwärzung. Wer weiß das schon? Ganz unabhängig davon ist es aber egal, weil wir brauchen da gar nicht zu spekulieren. Denn habt ihr hingehört, was Lauterbach noch gesagt hat? Er hat ja ganz klar jetzt wieder gesagt, ja? Und da ist es sehr interessant, warum die Faktenfüchse und all diese ganzen Verschwörungstheorie-Aufklärer und so weiter immer über solche Details stolpern und diese da einfach nicht berichten. Vielleicht sollten sie mal die Kaffeedosis dort ein bisschen erhöhen, ja? Also, wie kann denn Herr Lauterbach tatsächlich einerseits behaupten, es hat auf keinen Fall eine Beeinflussung des RKIs und so weiter gegeben, und auf der anderen Seite aber selbst sagen, er weiß noch nicht mal, was die ganzen geschwärzten Stellen alles beinhalten? Hat er ja gerade gesagt, er hat die selber ungeschwärzte Version ja selber noch gar nicht gelesen. Also jetzt stellt euch einfach mal vor, in diesen geschwärzten Stellen wäre überall genau drin gestanden, so Robert-Koch-Institut, du machst jetzt Folgendes, unterzeichnet Angela Merkel. So Robert-Koch-Institut, du machst jetzt dies und jenes, unterzeichnet Herr Spahn. Das weiß ja Herr Lauterbach noch gar nicht, denn er hat ja die entschwärzten Stellen noch gar nicht gelesen, wie er gerade selber gesagt hat. Also wie kann er dann aber trotzdem auf der anderen Seite behaupten und ganz sicher sein, dass es keine politische Einfluss gegeben hat? Das kann er nämlich gar nicht. Und hier seht ihr, wie Herr Lauterbach halt eben arbeitet. Der könnte wirklich alle möglichen Kram erzählen, dem kannst du einfach gar nichts mehr glauben. Nichts mehr, ja, egal ob der von Hitzeschutzplänen oder Kälteschutzplänen oder Covid oder Impfung oder was auch immer der Gesundheitsminister oder sein Lebenslauf erzählt, es kann genauso gut da auch genau das Gegenteil sein, ja. Also, das ist einfach nur der Wahnsinn. Vielleicht hat er hier ähnliche Gedächtnislücken schon wie der Kanzler und das Ganze ist jetzt mittlerweile irgendwie in der SPD um sich gegriffen, keine Ahnung. Aber hier seht ihr mal wieder, dass mit der Wahrheit einfach nicht richtig korrekt umgegangen wird
Und das sollten jetzt mal alle die ganze Zeit davon faseln, so von wegen, das wäre ja gar kein Skandal und so, diese Veröffentlichung, und wir brauchen eine faire Aufarbeitung und bitte bleibt jetzt mal alle ruhig und so. Daran merkt man schon, wie sehr die aktuell eben Angst haben, auch, und das ist ganz berechtigt, wenn ich das sage, mittlerweile um ihren eigenen Stuhl.